Hallo und herzlich willkommen, liebe Familienhausfreunde, zu einer neuen Sendung des Mini-Talks. Heute das erste Mal in Co-Moderation mit der lieben Svenja. Ja, ich freue mich sehr, heute dabei sein zu dürfen und bin gespannt, wie es wird. Ja, wir haben wieder viele interessante Themen für euch mitgebracht. Ja, das erste Thema sind mal wieder die Corona-News. Natürlich wieder ein sehr aktuelles Thema. Und ja, am Montag haben sich die Bundeskanzlerin und die Ministerpräsidenten und Präsidentinnen erneut getroffen, um über die weiteren Pandemie-Maßnahmen zu beraten. Sie beschlossen, dass es über Ostern zu keinen Lockerungen kommen soll. Das Gegenteil ist eigentlich vielmehr der Fall. Es soll ein harter Lockdown über Ostern werden. Und ja, mit verschärften Beschränkungen über Ostern wollen Bund und Länder gegen die dritte Corona-Welle vorgehen. Und ja, das öffentliche, wirtschaftliche und auch private Leben soll über die Feiertage so stark heruntergefahren werden wie noch nie zuvor in der Pandemie. Ja, und Hasselhoff konnte sich mit seiner Forderung nach Osterurlaub im eigenen Land nicht durchsetzen. Bund und Länder haben beschlossen, den Lockdown bis 18. April zu verlängern. Statt Urlaub auf dem Campingplatz oder in den Ferienwohnungen werden der Gründonnerstag und der auf den Karfreitag folgende Samstag einmalig zu Ruhetagen erklärt. Alle Geschäfte sollen dann schließen. An dem Samstag sollen dann nur der Lebensmittelhandel und die Tankstellen geöffnet bleiben. Privat sollen sich weiterhin nur zwei Haushalte mit maximal 5 Personen treffen dürfen. Kinder bis 14 Jahren zählen da nicht mit zu. Gottesdienste sollen möglichst nur virtuell stattfinden und Versammlungen im öffentlichen Raum sind an diesen 5 Tagen ganz untersagt. Lockerungen für Gastronomie oder den heimischen Tourismus wird es halt nicht geben, aber die Impf- und Testzentren bleiben weiter geöffnet. Ja, die bei der letzten Bund-Länder-Konferenz beschlossene Notbremse bleibt also bestehen. Bereits erfolgte Lockerungen müssen damit konsequent zurückgenommen werden, sollte der 7-Tage-Inzidenzwert von 100 in einem Landkreis überschritten werden. Zudem soll es künftig eine Testpflicht für Urlaubsrückkehrer aus dem Ausland geben und das noch vor dem Rückflug zurück nach Deutschland. Und ja, die Testpflicht vor Abflug soll damit zur Voraussetzung für die Einreise nach Deutschland werden. Die Tests sollen von den Fluglinien durchgeführt werden. Ja. Ja, und das alles wird begründet unter anderem mit der Ausbreitung ansteckender Coronavirus-Varianten. Ja, und außerdem sollen auch mehr Tests an Bildungseinrichtungen für Schülerinnen, Lehrerinnen und auch Kita-Beschäftigte durchgeführt werden. Möglichst bald sollen dann 2 Tests pro Person pro Woche angeboten werden. Ja, und zu möglichen Schließungen von Schulen und Kitas trafen Bund und Länder noch keine Vereinbarungen. Ja, die Länder regeln diese Frage also weiterhin im Eigenregime. Weiter geht's mit dem Thema Kinder im Homeschooling. Darüber haben wir ja schon oft gesprochen. Wackelige Videokonferenzen, nervende Geschwister, aber auch engagierte Eltern und Lehrerinnen. So haben viele Kinder die Schule in den letzten Monaten erlebt, von zu Hause aus. Da stellt sich doch jetzt die Frage, was bleibt bei den Kindern vom Homeschooling eigentlich hängen? Ja, also das ist ganz unterschiedlich. Die Lehrer bemerkten bei einigen Kindern, dass sie sich im Homeschooling sogar verbessert haben und wesentlich schneller gelernt haben. Aber andere Kinder haben sich zum Beispiel im Vergleich zum Vorjahr auch wesentlich verschlechtert. Also es ist sehr unterschiedlich. Beispielsweise zeigte sich bei einigen Kindern mit Migrationshintergrund, dass sich die Sprachkenntnisse in der deutschen Sprache verschlechtert haben. Aber das ist ja auch ganz normal, wenn dann zu Hause halt kein Deutsch gesprochen wird und es eigentlich nur in der Schule geübt wird, ist es ja eigentlich nur natürlich, dass sich das dann nicht weiter verbessert. Ja. Und ja, das zeigt, dass die Unterschiede zwischen den Kindern halt weiterhin enorm sind oder auch sich durch gerade dieses Homeschooling halt auch noch vergrößert haben. Und ja, eins hat sich aber bei allen Kindern verbessert und das sind die Fähigkeiten am Computer. Zum Beispiel können die Kinder jetzt wesentlich schneller tippen an der Tastatur zum Beispiel oder kennen sich auch viel besser mit Programmen am Computer aus. Ja, das ist also eine kleine Verbesserung, die das Homeschooling so mit sich gebracht hat. Und ja, da wollten wir auch euch nochmal fragen, liebe Eltern, also wie denn bei euch so das Homeschooling und euren Kindern so abgelaufen ist. Schreibt es doch einfach gerne mal in die Kommentare. Ja, und laut des Berliner Bildungsforscher Marcel Helbig beziehen sich die bisherigen Studien auf den ersten Lockdown. Hier gehen auch die Meinungen und auch Studien etwas auseinander. Die einigen sagen, es gibt hohe Lernrückstände, andere sagen, es gibt keine hohen Lernrückstände. Ja, aber insgesamt
gibt es eine große Ungleichheit durch das Homeschooling. Das bezieht sich zum einen auf die sozialen Gruppen, wie ihr gerade schon mal erwähnt, da die Zugänge und Voraussetzungen für Bildung in den Familien ganz unterschiedlich sind. Ja? Manche Eltern können ihre Kinder besser fördern als andere Eltern. Und die Kinder sind dann meistens auf sich allein gestellt. Ja, weiterhin bezieht sich aber auch auf die verschiedenen Landkreise und Städte, da ja die Schulen in einigen eher geöffnet haben, in anderen später. In manchen, wie jetzt zum Beispiel in Sachsen, sind die Schulen seit Montag schon wieder geschlossen aufgrund zu hoher Infektionszahlen. Und dadurch entstehen natürlich innerhalb von Deutschland große Unterschiede im Bildungsstand, wofür die Kinder ja natürlich leider nichts können. Ja, und wie kann man jetzt diese Unterschiede beheben? Also auch hier gehen die Meinungen natürlich wieder auseinander. Manche Bildungsminister oder Ministerin sind der Meinung, dass der Unterrichtsstoff nachgeholt werden sollte, zum Beispiel durch Nachhilfen oder Sommercamps oder zum Beispiel auch durch Samstagsunterricht, was bei vielen Kindern natürlich jetzt nicht so gut ankommen kann. Nach Helbig ist das aber die falsche Prämisse, da sich nur am objektiven Lehrplan eines normalen Schuljahres orientiert wird, der aufgeholt werden soll. Und ja, dieses normale Schuljahr gab es aber gar nicht. Und deswegen ist Helbig der Meinung, dass es der bessere Weg wäre, den Schülerinnen einfach Zeit zu geben und den Lernstoff in ihrem ganz eigenen Tempo nachholen zu lassen. Wie das jetzt vonstatten geht, da gehen die Meinungen auch wieder weiter auseinander. Ja, und aufgrund steigender Infektionszahlen steht jetzt auch die Frage wieder im Raum, ob die Schulen wieder geschlossen werden sollen oder geöffnet bleiben sollen. Die BildungsministerInnen sagen jedoch, dass die Schulen offen bleiben sollen und an dieser Stelle muss halt dann zwischen Kinderschutz und Gesundheitsschutz auch mal abgewogen werden. Genau. Ja, jetzt kommen wir schon zum nächsten Thema und zwar zu den Wochen gegen Rassismus. Wir hatten ja bereits in einem vorherigen Mini-Talk schon mal über die internationalen Wochen gegen Rassismus gesprochen und ja, diese finden dieses Jahr vom 15. bis zum 28. März statt. Ganz besonders ist da der Internationale Tag gegen Rassismus, der am 21. März stattgefunden hat. Wir hatten ja erwähnt, dass wir uns auch an den Internationalen Wochen gegen Rassismus beteiligen wollen oder beteiligt haben und hatten damals aber noch nicht verraten, wie wir das denn eigentlich gemacht haben. Ja, und jetzt wird quasi die Überraschung gelüftet. Wir haben Buttons vorbereitet. Die sehen so aus. Ich zeige es mal in die Kamera. Und die haben wir in drei verschiedenen Sprachen entworfen, einmal in Deutsch, in Persisch und in Arabisch und auch mit verschiedenen Sprüchen drauf. Ja, und die Überraschung ist jetzt, dass wir die quasi aufgehängt haben am Eingang, am Haupteingang vom Familienhaus im Park und ja, dort könnt ihr euch die gerne jederzeit abholen. Und ja, ganz egal, ob ihr das jetzt an euren Rucksack festmacht, an eurer Jacke oder an eurem Lieblingspulli, mit diesen Buttons könnt ihr auf jeden Fall ein Statement gegen Rassismus setzen. Ja, und dann kommen wir auch heute schon zum nächsten Thema und das ist die Body Positivity Bewegung. Ist englisch und steht für die positive Einstellung zum Körper. Und ja, diese Bewegung setzt sich für die Abschaffung von unrealistischen oder auch diskriminierenden Schönheitsbildern ein und steht für soziale Gerechtigkeit, Diversität und auch die Antidiskriminierung. Ja, nicht nur Erwachsene können durch diese Bewegung den Weg zur Selbstakzeptanz finden, sondern auch viele Kinder und Jugendliche. Gerade Jugendliche fühlen sich ja oft während der Pubertät unwohl in ihrem Körper, da sich ihr Körper durch das Heranwachsen natürlich ändert. Ihr gesamtes Denken und auch die Selbstwahrnehmung verändern sich. Und das wird häufig auch verstärkt durch soziale Medien. Also diese negative Einstellung zum eigenen Körper wird dadurch verstärkt. Und da diese Kinder ja und Jugendlichen häufig mit falschen Körperbildern und Idealen irgendwie konfrontiert werden. Also je dünner, desto besser oder solche Trends gibt es ja auch auf jeden Fall. Und ja, auch durch diese Trends können zum Beispiel Essstörungen entstehen. Ja, und den meisten ist es aber unmöglich, diesen Schönheitsidealen gerecht zu werden. Egal wie viele Diäten sie machen würden oder auch Sport treiben, da fehlt einfach die genetische Veranlagung für einen solchen Körper. Und deswegen sollten Kindern schon von Anfang an vorgelebt werden, dass jeder Mensch einzigartig und auch wundervoll ist, egal welche Hautfarbe man hat oder körperliche Beeinträchtigung. Ja, und wer oder was beeinflusst jetzt unsere Körperwahrnehmung? Auf Instagram und Co. wird uns ja von verschiedenen Influencern, wie man sie ja heutzutage nennt, vorgelebt, wie wir zu sein haben und wie das vermeintliche perfekte Ich auszusehen hat. Jedoch ist das meist alles nur fake und sehr stark bearbeitet.
Es gibt natürlich auch mittlerweile auch schon viele Influencerinnen, die auch die Body Positivity Bewegung unterstützen auf Instagram und uns daher ein gutes Vorbild vorleben. Durch diese Menschen können wir dann natürlich auch ein bisschen mehr Selbstakzeptanz erleben. Ja, genau. Und falls ihr jetzt, liebe Eltern, das Thema sehr spannend fandet und euch natürlich auch weiter über dieses Thema informieren wollt oder auch eure Kinder darin unterstützen wollt, zu mehr Selbstakzeptanz zu kommen, dann gibt es zu diesem Thema noch ganz viele weitere interessante Bücher, Filme, Serien, Zeitschriften. Viele davon sind auch direkt für Kinder gemacht und da könnt ihr gerne mal reinschauen. Ja, und das war es jetzt erstmal mit dem Thementeil für heute. Ich verabschiede erstmal die Svenja. Wir sehen uns nachher nochmal. Bis nachher. Und begrüße die Lisanne Hederich, unsere Mini-Expertin. Hallo liebe Lisanne, schön, dass du wieder da bist. Hallo Patricia, schön wieder hier zu sein. Welches Thema hast du denn uns heute mitgebracht? Ein sehr Alltagsthema, das begleitet uns zumindest einmal die Woche, und zwar Einkaufen und wie man das am besten stressfrei mit kleinen Kindern meistern kann. Ja, das ist ein sehr spannendes Thema. Ja, also ich finde immer, Einkaufen ist, also aktuell ist es vor allem mal ein Herauskommen und ja, daher gar nicht so schlecht, aber auch immer mit ein bisschen Stress verbunden. Ja, also gerade wenn man zu Feierabendzeiten einkauft oder dann doch ein Kind mit dabei hat, kann das auch mal sehr herausfordernd sein. Und deswegen schauen wir uns das jetzt mal ganz genau an. Ist auch immer ein beliebtes Thema im Familientreff Mini, sich da so ein paar Tipps und Tricks zu geben, wie man das besser macht. Es ist ja auch manchmal für uns schon alleine stressig, einzukaufen, wenn es so voll ist. Definitiv. Und dann mit Kindern. Ja, also das ist, also mit Babys und Kleinkindern ist es meistens ja noch ein bisschen unspektakulär. Die sitzen, liegen in ihrem Maxi-Cosi und schlafen dann eine Runde meistens, wenn die draußen sind. Also da ist es noch nicht so das Problem. Oder wenn sie noch ganz klein, also gerade sitzen können, sind die auch relativ zufrieden vorne in diesem Sitz. Ja. Außer natürlich, sie haben gerade Hunger oder Durst oder haben eine volle Windel, dann kann das natürlich auch unentspannt sein. Aber je älter das Kind natürlich wird, desto mehr nimmt es seine Umwelt wahr und desto mehr möchte es natürlich auch daran beteiligt werden. Ja? Dann ist alles interessant, was es im Einkaufsladen gibt. Genau, da ist ja auch alles so schön bunt und aufregend. Dann haben viele Einkaufsläden Spielzeug oder zumindest eine Zeitschriftenabteilung. Ja, und da locken ja viele Supermärkte und Kaufhäuser auch mit den Angeboten, die auch praktischerweise auf Kinderhöhe angebracht sind. Und die platzieren die ganz gezielt da, weil die schon wissen, der ein oder andere Elternteil lässt sich dann erweichen. Ja, ja. Und wir sehen die gar nicht so in unserer Höhe und dann die Kleinen, die sind dann sofort da. Ja, definitiv. Also es kann definitiv stressig sein, aber versuchen Sie es vielleicht auch manchmal unter einem anderen Licht zu sehen, denn es ist doch eine gemeinsame Aktion und gerade zur Zeit, wo man eh nicht so viel machen kann, weil zum einen ist es noch relativ kalt, man kann nicht so wirklich auf den Spielplatz gehen oder nur kurz und natürlich alles andere dazu, kann auch Spaß machen, kann auch ein tolles Wochenziel sein, ja, immer gemeinsam einkaufen gehen. Ja, so ein Highlight der Woche. Genau. Also nicht nur als Pflicht, sondern auch einfach als etwas, was Spaß macht. Genau, und da habe ich heute ein paar Tipps mitgebracht, wie kann das entspannter gehen. Ja, also als erstes Gelassenheit als erstes Gebot. Ja, das ist die oberste Bedingung, weil wenn sie schon von vornherein gestresst sind, ja, also das ist ja wie wenn man hungrig einkaufen geht, dann kauft man immer was und wenn man schon gestresst ist und dann einkaufen geht, dann wird auch der Einkauf stressig. Ja, und man überträgt es dann auch aufs Kind. Genau, das Kind merkt das und dann geht es natürlich rund. Ja, wenn sie sich da aber Zeit nehmen, ja, während des Einkaufens auch auf ihr Kind eingehen, ja, was es sich vielleicht wünscht, da wir gute Laune haben, das auch ausstrahlen, dann ist schon halb gewonnen. Also das ist wirklich so ein bisschen dieses, und wenn es gerade nicht passt, dann gehen sie auch vielleicht nicht jetzt einkaufen, es sei denn, es ist was ganz Wichtiges, aber meistens findet man zu Hause ja doch eine Alternative. Oder man fragt jemanden, ob der das vielleicht für einen erledigen kann, weil da wirklich entspannt rangehen ist am einfachsten. Und natürlich, wie gerade schon gesagt, selbst wir gehen weder gerne müde, hungrig noch durstig einkaufen. Also schauen Sie auch, dass Ihr Kind vorher was gegessen hat. Also wirklich, man ist natürlich viel eher verleitet dazu, was mitzunehmen, wenn man gerade Hunger hat, wenn man gerade Durst hat. Und dann sind da diese ganzen Saftpäckchen oder die Capri-Sonne oder irgendwelche Milchgetränke. Die lachen die Kinder dann natürlich auch besonders an, wenn sie gerade Durst haben. Ja, und danach denkt man sich, was habe ich denn jetzt hier alles gekauft? Ja. Das brauche ich gar nicht. Ja. Ja. Nur weil man Hunger hatte oder Durst. Genau, also da wirklich einfach vorher ein bisschen was essen, was snacken. Und bei Kleinkindern, die eben noch gut vorne in dem Einkaufswagen sitzen können, können sie auch einfach ein Brötchen, einen Keks,
das ist eine super Strategie. Ja, viele haben diese Selbstbedienungstheken, momentan natürlich auch wieder schwierig, aber ansonsten geben sie ihrem Kind was in der Hand, bezahlen sie später in der Kasse. Es ist mir noch nie vorgekommen, dass es damit ein Problem gab und das ist am entspanntesten für alle Beteiligten. Wenn das Kind ein bisschen was zum Knabbern hat und ganz entspannt von oben alles beobachten kann. Und dann ansonsten natürlich auch, sollte man vielleicht nicht unbedingt um 16 Uhr einkaufen gehen unter der Woche, Feierabend, ja, da sind alle unterwegs. Gehen Sie dann einkaufen, wenn vielleicht gerade nicht so viel los ist. Ja? Also am Samstag ist auch immer Full House, aber wenn Sie wirklich ein bisschen vormittags, ja, um die Mittagszeit, da geht es meistens. Suchen Sie ruhig so eine Zeit und dann ist der Einkauf auch etwas entspannter. Ja. Ansonsten nämlich schnell doppelt so stressig, ja, wenn doppelt so viele Familien mit kleinen Kindern da sind. Ja, oder jetzt auch gerade von den Osterfeiertagen. Ja. Also wenn man direkt davor geht, dann ist auch alles voll. Ja, also da Stress dann. Ja. Planen Sie ein bisschen gemäßigt da, schauen Sie ein bisschen in die Weite, dass Sie alles auf Vorrat haben und dann vielleicht nur für Kleinigkeiten mal reinhuschen müssen. Aber da sollten Sie sich nicht ins Gemenge stürzen. Und vielleicht gehen Sie zu zweit einkaufen, ja? Gerade wenn Sie mit Kind unterwegs sind, mit Ihrem Partner, Ihrer Partnerin oder den Großeltern, wer eben Sie unterstützen kann, Freunden, weil dann kann einer sich ein bisschen auf das Kind fokussieren, das beschäftigen, vielleicht gemeinsam ein bisschen was raussuchen und Sie können ganz entspannt den Einkauf erledigen, was Sie alles gerade brauchen. Ja, dann ist man natürlich auch wesentlich schneller durch, als wenn man selbst zum einen das Kind beschäftigt und zum anderen versucht, an alle Lebensmittel zu denken, die man mitnehmen muss. Ja, also da vergisst man dann vielleicht auch mal schnell was. Genau, und dann hat man eben einfach jemanden, der das Kind im Auge behält und einer behält die Einkaufsliste im Auge. Und dann geht es eben auch relativ flott. Und ansonsten kann man es natürlich auch so organisieren, dass man eben vielleicht wöchentlich oder alle 2 Wochen einen kleinen Einkauf mit dem Kind macht und den großen Wocheneinkauf, den machen Sie vielleicht alleine. Ja, also vielleicht können Sie da die Großeltern, Tante oder Freunde bitten, mal kurz auf Ihr Kind aufzupassen. Vielleicht haben Sie ja zurzeit auch eine Familie, die Sie häufiger mal besuchen, dass man da einfach in so einem Austausch ist und sich da gegenseitig hilft und mal sagt, oh, ich bin jetzt mal kurz eine Stunde einkaufen, kannst du mal kurz auf den Kleinen oder die Kleine aufpassen? Und dann hole ich ihn ab und dann hat man es entspannt geschafft, den Wocheneinkauf. Ja, und dann geht er ja auch schneller, wenn man alleine einkaufen geht. Genau, ja. Wenn das wirklich für Sie stressig ist, wechseln Sie sich mit Ihrem Partner ab. Schauen Sie, dass Sie das nicht von vornherein schon stresst, so dieser wöchentliche Einkauf. Vielleicht findet man da ein Modell, was es möglich macht, dass Sie das auch wieder genießen können. Ja, also es ist ja auch immer mal ganz schön, gerade zur Zeit, zu schauen, was gibt es gerade so Neues. Es ist bald Ostern, ja. Also da guckt man doch auch gerne immer mal, was gibt es für Möglichkeiten, welche Eierfarben sind dieses Jahr so im Angebot. Und das soll ja auch so bleiben. Und deswegen sorgen Sie da auch für sich. Und dann kann man natürlich noch schauen, welche Supermärkte familienfreundlich sind. Es gibt ja einige, die sehr enge Gänge haben, wo es eben auch einfach schwierig ist, wenn man mit Kinderwagen unterwegs ist, da durchzukommen. Oder eben auch, wo einfach die Süßigkeiten immer sehr gerne in Kinderhöhe sind. Es gibt tatsächlich auch Supermärkte mit süßigkeitsfreien Kassen oder wo die nur so ganz oben sind. Sowas können Sie ja natürlich auch wählen. Ja? Also wenn Sie Ihren Wocheneinkauf erledigen, dann fahren Sie lieber zu so einem Supermarkt, auch wenn er ein bisschen weiter weg ist, wenn Ihnen das so viel Stress erspart. Also da lohnt es sich auch mal zu recherchieren. Außerdem gibt es mittlerweile auch oft die Möglichkeit, das begegnet mir auch, ich kaufe häufig im Rewe ein, da gibt es das auch, und zwar so ein Click and Collect, ja, wie man es von IKEA kennt, dass man einfach tatsächlich schon zu Hause raussucht, was braucht man, und dann muss man nur hinfahren und es abholen. Und das ist ja auch wesentlich entspannter mit kleinem Kind. Ja, muss man nicht erst in den Laden rein und da mit deinem Wagen da durch. Ja, also es ist zum einen natürlich auch für die Gesundheit besser, weil man nicht so viele Kontakte hat, man muss nur vorne einmal kurz warten, bekommt dann das und kann es mitnehmen, einfach ins Auto einladen. Vielleicht ist das eine Strategie für sich, vielleicht nicht für immer, weil manchmal genießt man es ja auch ein bisschen einkaufen zu gehen, aber für ab und an, wenn Sie wirklich das Gefühl haben, oh, jetzt noch gemeinsam mit Kind einkaufen und das geht nicht, dann ist das vielleicht eine Alternative. Es bieten mittlerweile auch einige Drogerien an. Ich weiß zumindest, dass bei DM das auch möglich ist, dass man sowas einfach abholen kann. Also wenn es um sowas wie Windeln oder so geht, das kann man dann auch einfach so bestellen und dann einfach nur abholen, ohne dass man durch den ganzen Supermarkt laufen muss. Und wie gesagt, man kann halt auch die Kontakte reduzieren. Gerade genau. Wenn es halt mal wirklich sein muss, man muss nachmittags 16 Uhr hin, wo schon alles voll ist. Ja. Ist natürlich auch sehr praktisch. Ja, also recherchieren Sie da gerne mal, ob in Ihrem favorisierten Supermarkt das möglich ist. Und ansonsten, wenn die Kind natürlich in diesem Kindersitz sitzt oder in ihrem Kinderwagen, dann sieht es natürlich auch nicht so viel vom ganzen Warenangebot. Ja? Also dementsprechend geringer ist auch das Bedürfnis, alles irgendwie anzufassen oder mitzunehmen. Und wenn das Kind sitzt und angeschnallt ist
Dann kann man natürlich auch sowas wie ein kleines Buch mitnehmen, ja, oder ein paar Fotos oder man erzählt von den Eindrücken, dass man ein bisschen in den Austausch mit dem Kind geht, um es natürlich auch bei Laune zu halten. Viele Kinder wollen ja lieber raus. Aber das ist natürlich eine gute Möglichkeit. Wenn das Kind sitzt, kann man sowas gut mit in die Hand geben und dann beschäftigt das Kind vielleicht auch eine kleine Weile. Und ist ein bisschen abgelenkt. Genau, ja. Und größere Kinder, die können natürlich schon ein bisschen mithelfen. Ja? Also dazu rufen wir, glaube ich, fast jedes Mal aus, beziehen sie ihre Kinder mit ein. Ja? Also man kann fragen, wo ist das Mehl, wo ist der Käse, fällt dir das noch ein, wo ist denn der Saft? Und die Dinge, die im Kinderbereich, zum Beispiel Mehl oder auch Saft, ist ja oftmals auch mal unten angebracht, dann kann das Kind das mit hingeben. Das macht Kinder so unglaublich stolz. Und da kann man das manch Kind auch mal austricksen, dass es nicht so sehr an die Süßigkeiten stiert. Und es lernt auch noch was dabei. Genau, also da so Lebensmittel kennenzulernen, ist natürlich auch ganz wichtig. Und man kann auch so eine kleine Schnitzeljagd daraus machen. Ja? Das macht dann wieder Spaß. Ja. Ja, natürlich, wir hatten das auch, ich glaube, vor 2 Wochen, am 10.3. in der Autonomiephase, haben wir eine Folge zu gemacht, kann es auch mal sein, nach so einem Wutanfall im Supermarkt auftritt. Das hatten wir da auch schon, ja, also dieses klassische Kind wirft sich schreiend auf den Boden und wälzt sich darum her, weil es nicht den Lolli gibt, ja. Das kommt in allen Familien vor, ich weiß, es ist peinlich, ja, also ohne Frage, das ist ein unangenehm, aber das, wie gesagt, geht fast allen Familien mindestens einmal so und konsequent hilft. Also wenn sie darauf nicht eingehen, dann sorgt das auch dafür, dass ihre nächsten Einkäufe ruhiger werden. Also dazu wird es dann gar nicht kommen. Aber gern schauen Sie auch nochmal da rein, wenn Sie weitere Tipps brauchen. Ein paar davon sind zum Beispiel, vorher Regeln aufzustellen. Ja, also dass Sie sagen, okay, du darfst dir heute ein Eis aussuchen, aber auch nichts anderes. Denk da bitte dran, das vorher schon zu besprechen, nicht erst, wenn man schon im Laden ist. Und auch, das Kind könnte den Einkaufszettel mitschreiben, ja, was hätte es gern. Und dann kann man ja vielleicht auch einen, wenn es drauf, den Lolli draufsetzen, wenn man sagt, ja gut, einen darfst du dir aussuchen. Ja, aber meistens reicht es auch schon zu sagen, oh, was brauchen wir so, was wollen wir essen? Ja, vielleicht sind es die Nudeln mit Tomatensauce. Was brauchen wir dafür? Ja, Nudeln, passierte Tomaten, vielleicht noch ein paar Gewürze. Ja, dass man da das Kind aktiv mit einbindet, das macht dann meistens auch noch Spaß. Und dann, wie gerade schon gesagt, vielleicht auch einfach um Hilfe bittet. Wo sind denn nochmal die Tomaten? Ja? Und auch ein Belohnungssystem kann ganz gut helfen. Ja? Also wenn das gut läuft, das Einkaufen, dass man sagt, oh, danach können wir eine kleine Runde, manche haben ja zum Beispiel diese Automaten ja, davor, oder danach darfst du dir was aussuchen, danach gehen wir nochmal auf den Spielplatz, wenn das gut läuft und du gut mitmachst. Da kann man natürlich auch mit Belohnungen arbeiten, ja? Und das Ganze positiv verstärken. Und nicht nur durch Lob, bei manchen Kindern reicht das vollkommen aus, dass man ihnen danach auch sagt, boah, ich bin richtig stolz auf dich, dass das hier so gut heute geklappt hat, dass du das gut akzeptieren konntest, dass wir keine Süßigkeiten mitnehmen. Manchmal ist es natürlich noch schöner, wenn man sagt, oh, und jetzt gehen wir dafür jetzt auch auf den Spielplatz nochmal eine Runde. Ja, vielleicht liegt der ja da um die Ecke. Also das ist wirklich, das hilft wirklich enorm, das eher positiv zu sehen, als da strafentätig zu werden. Ja, also einkaufen mit Kind kann stressig sein, ohne Frage. Aber man kann es auch genießen. Es kann auch wirklich Spaß machen. Und wenn man, wie zu Beginn gesagt, es als gemeinsame Aktion sieht. Ja. Ja, also da ein bisschen mit dem Kind das gemeinsam macht, wenn es noch kleiner ist, ist gut abzulenken. Und achten Sie, wie gesagt, mal auf die Supermärkte und was da alles so für Unterschiede gibt. Nutzen Sie vielleicht mit Click und Collect und dann sagen Sie uns Bescheid, was so Ihre Strategien sind, um ja, gut durch den Einkauf zu kommen. Was haben Sie für Pläne? Schreiben Sie gerne, kommentieren Sie gerne, wir lesen da gerne mit. Ja, und oder was hilft Ihnen? Genau. Vielleicht haben Sie auch schon Erfahrungen gemacht. Ja, also was da eine ganz gute Lösung war. Und dann habe ich heute natürlich auch wieder was für die Kreativecke mitgebracht. Also vielleicht kommt das dann auch gleich auf Ihre nächste Einkaufsliste. Vieles davon kann man nämlich tatsächlich kaufen im ganz normalen Supermarkt. Vielleicht haben Sie es auch schon zu Hause. Also lassen Sie sich überraschen und wir sehen uns gleich drüben wieder. Ja, und die liebe Svenja wartet schon in der Bastelecke. Sehr schön. Ja, hallo liebe Lisanne, ich begrüße dich hier in der Bastelecke und habe auch gesehen, du hast hier schon was Schönes vorbereitet. Ja. Vielen Dank, ich freue mich auch wieder hier zu sein. Es ist immer schön, so eine kleine kreative Idee mitzugeben. Und zwar würde ich heute gerne Reis färben. Auch schon ein bisschen was vorbereitet, also in einem wunderschönen Rosaton. Aber damit die da draußen auch nochmal verstehen, wie genau das geht, habe ich das auch mitgebracht, dass wir es hier einmal machen können. Genau, alles, was Sie dazu brauchen, haben Sie vielleicht sogar auch schon zu Hause. Man braucht nämlich einfach nur Reis,
ganz herkömmlichen, normalen Reis, was sie gerade da haben. Mit Naturreis wird es wahrscheinlich nicht so gut gehen, weil er ein bisschen dunkler ist. Mhm. Ein weißer Reis bietet sich eben an. Man braucht etwas Essig, Balsamico-Essig habe ich jetzt hier dabei, und ein paar Lebensmittelfarben. Und dann brauchen sie noch so einen Gefrierbeutel. Und zwar ist das auch schön, das kann man direkt mit den Kindern machen. Ich entschuldige mich fürs Kraspeln. Weil das natürlich dann verschlossen ist. Ich gebe jetzt hier einfach ein bisschen Reis rein. Und ja, das können die Kinder mitmachen, ohne dass es eine große Sauerei ist. Und ich finde, das ist immer schon auch wichtig. Und dann nimmt man einfach ein bisschen Farbe. Ich nehme jetzt mal hier das Grüne. Und mache da einen Spritzer hinein auf den Reis. Und nimmt dann noch ein bisschen Essig, um das besser zu verteilen. Aber keine Sorge, das riecht man später nicht mehr. Im ersten Moment riecht es eben ein bisschen nach Essig. Aber es ist, über Nacht sollte man es am besten trocknen lassen, damit die Farbe gut einzieht. Dann gibt es auch später keine Flecken. Und dann macht man einfach ein paar Tropfen davon da rein. Und dann geht das schöne Kneten auch schon los. Super. Ja, das finden ja die meisten Kinder toll. Man kann es auch super nehmen, wenn man zum Beispiel Farben mischen möchte. In vielen Sets sind es ja nur so Grundfarben drin. Und dann kann man auch ein bisschen schauen, oh, was passiert, wenn man Blau und Rot mischt, ja. Und dann wird das einfach ein bisschen geknetet. Das ist aber auch was Schönes, um so zu lernen, wie die Farben denn so sind. Mhm. Gibt es ja auch in der Schule diese Farbkreise. Genau. Könnte man auch eine andere Flüssigkeit nehmen? Also muss es jetzt Balsamico-Essig sein? Oder? Also normalerweise würde ich auch gehen. Ich finde der riecht nicht ganz so, nicht ganz so streng, aber es bietet sich schon an, damit sich das gut verteilt. Und damit es ein bisschen haltbar gemacht wird. Also an sich finde ich auch, sollte man das danach nicht wegtun. Also wenn man das dann einmal schön eingefärbt hat, so schön grün, dann machen Sie es am besten abends, so als letzte Abendaktivität, weil dann kann man das gut über Nacht auf einem Backpapier trocknen lassen, auf einem Backblech. Und dann hat man am nächsten Tag so ganz tollen, und der ist auch wirklich trocken, und der färbt dann auch nicht mehr ab. Ja? Wenn die Lebensmittelfarbe flüssig ist, dann färbt sie ja meistens ein bisschen an den Fingern. Ja. Das sieht dann immer so fies aus. Also ist jetzt zum Glück unbedenklich. Aber der trocknet, den kann man dann so ein bisschen, manchmal kleben die so aneinander, auseinanderpulen. Und dann hat man zum einen natürlich ein schönes Erleben. Man kann es in eine große Wanne packen. Man kann dann, und da habe ich einen kleinen Trick, der steht schon bei dir, mitgebracht, zum Beispiel Dinge drin verstecken. Ja, also ja, hier jetzt ein bisschen provisorisch, aber und dann so ein Steckspiel basteln. Einfach aus Pappe und Papier, ja, dass die Kinder das dann selbst zuordnen können, dass sie die Körner, also hier sind zum Beispiel mehrere Mischungen drin, mischen können miteinander, das zuordnen können. Man kann da drin Dinge verstecken, eine kleine Schatzjagd machen, ja. Und das ist eben lange einsetzbar, weil da passiert nichts mit, das ist getrockneter Reis. An sich können die Kinder damit über ein paar Monate, Jahre, wie auch immer, wenn man den gut verstaut, zum Beispiel in einem Stoffbeutel oder in eine Dose, wenn man eine übrig hat, einfach irgendwo hinlegen, und wenn die Kinder mal wieder Lust drauf haben, das anbieten für ja, so Bagger, ne, Trecker, ist das natürlich auch ganz spannend, ja, wenn ihr Kind auf Auto steht und ja, vielleicht einen Zug hat, das kann man eben gut kombinieren, und das ist was, was jeder zu Hause hat, ja. Das macht den meisten echt viel Spaß. Vielleicht probieren Sie es mal aus. Nicht für zu kleine Kinder. Also Sie sollten darauf achten, dass Ihr Kind eben nichts mehr in den Mund nimmt. Ja. Also meistens so, ja, ab 2 Jahren wäre es dann gut geeignet. Und Sie sollten natürlich aber trotzdem mit dabei sein. Also an sich ist es jetzt nicht groß bedenklich, wenn das mal ein bisschen verschluckt wird, so ein paar Reiskörner. Aber natürlich gibt es die Verschluckungsgefahr, gerade bei kleineren Kindern. Sie sollten mit dabei sein. Aber wenn Ihr Kind älter ist, dann ist es eine tolle Erlebnissache, um Farben kennenzulernen, ja, um ein bisschen ja, das Haptische zu erleben, ja, da mit den Fingern ein bisschen reinzugehen. Ich glaube, auch kleine Kinder spielen auch also so gerne mit solchen Figürchen, glaube ich, da drin. Da kann man irgendwelche neuen Welten, glaube ich, oder sowas erschaffen. Finden, ich glaub, ja. Kinder sind da viel kreativer als wir. Da sind der Fantasie keine Grenzen gesetzt. Ja. Ich wünsche Ihnen ganz viel Spaß dabei. Probieren Sie es aus, schicken Sie uns vielleicht Ihre Ideen, was man damit noch so machen könnte. Sehr schön, dass du mich hier heute begleitet hast. Ja, sehr spannend auf jeden Fall. Und dann verabschiede ich mich schon mal, und wir sehen uns nächste Woche wieder. Ja, und ich gehe jetzt nochmal kurz rüber zu Patricia, und da sehen wir uns gleich nochmal. Tschüss. Da bin ich wieder, liebe Patricia. Schön, dass du wieder da bist. Ja, das war's schon wieder für heute mit unserem Mini-Talk. Ja, ich fand es sehr schön, heute auch mal dabei sein zu dürfen. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bleibt gesund. Und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.